Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, wir sind jetzt schon bei der vierten Folge angekommen. In der letzten Folge haben wir von Jasper die Papiere bekommen und haben sie aus Fort Pinter abgeholt und haben sie den Thomas Morland gegeben. Der kann jetzt daraufhin gegen die GED und Herrn Kempel vorgehen. Und dann hat er uns gleichzeitig das Angebot gemacht, dass wir jetzt Foxy kaufen können. Ja, in der heutigen Folge werden wir nebenbei weiter ein paar Schillinge sammeln, damit wir uns dann Foxy auch endlich leisten können. Und gleichzeitig wollte ich mit euch die Questreihe anfangen, die bei 10 losgeht, wo sich denn Loretta befindet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So. Mom. Aglaya, hast du Loretta gesehen? Nein. Sie ist auf die Bobcat-Geländestrecke geritten, aber nicht zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen, dass hier etwas passiert ist, aber ich kann die Koppel nicht verlassen. Der Rest des Reitclubs sucht nach ihr und ich muss hier warten, falls jemand etwas findet. Ich brauche wirklich Hilfe, um sie zu finden. Kannst du zum Weg an den Klippen da drüben beim Berg reiten und nach ihr suchen? Das machen wir doch. Auch wenn wir die Zicke eigentlich nicht mögen. Wobei man ja sagen muss, mittlerweile ist sie nicht mehr so zickig. Früher war das ja eine richtige Zicke. Mittlerweile ist die echt nett geworden. Das finde ich auch ein bisschen schade. Stopp! Diese Straße wurde für unsicher erklärt. Du kannst hier nicht weiterlaufen, reiten oder fahren. Große Felsbrocken haben die Straße komplett blockiert. Ob ich ein Mädchen auf einem Pferd gesehen habe? Nein, aber ich hoffe für sie, dass sie nicht unter den Felsbrocken dort begraben wurde. Dann wäre sie jetzt platt wie ein Pfannkuchen. Das hoffe ich auch für Loretta. Nein, ich kann dich nicht vorbeilassen. Selbst wenn deine Freundin in Gefahr ist, die Straße muss erst geräumt werden. Das sind meine Anweisungen und ich verlasse diesen Ort erst, wenn Herr Kempel mir es sagt. Du hast ja keine Ahnung, was er mit mir machen würde, wenn er erfährt, dass ich mich nicht an seine Anweisungen halte. Wenn es so wichtig ist, warum bittest du nicht Herrn Kempel, den Bulldozer zu schicken? Du findest Herrn Kempel auf der Baustelle, nahe dieser wunderschönen großen Werbetafel, die du wahrscheinlich nur zu gern anschaust. Reite zu ihm und frage ihn, ob er schnell einen Bulldozer schicken kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir diese blöde Werbetafel gerne anschaue, aber zumindest wissen wir jetzt, wo er meint. Die wird da ja hoffentlich nicht mehr so lange stehen. Wenn der liebe Herr Morland da mit seinen Papieren dann zum Stadtrat geht, dann sieht der Herr Kempel aber blöd aus. Das Gesicht würde ich gern sehen. Warum auch immer Thomas Morland da auch nochmal steht. Den gibt es also doppelt. Der hat einen Doppelgänger. Auch gut. Los, Foxy. Schwing die Hufe. So, wo ist denn der liebe Herr Kempel? Aha, was sehe ich denn da? Ein Stallmädchen aus Moorland wagt es, hierher zu kommen? Was willst du? Meine starken Maschinen sabotieren in einem jämmerlichen Versuch, diesen kleinen Bretterhaufen zu retten, den ihr einen Stall nennt? Keine Sorge, kleines Mädchen. Wir werden den Stall abreißen und neue Luxus-Apartments bauen, die wir für Millionen und Abermillionen verkaufen können. Ziemlich gut, oder? Ich werde reich und die Morlands bekommen keinen Schilling. So arbeiten wir hier bei GED. Oh, du bist nicht hier, um Ärger zu machen? Wirklich? Du willst, dass ich dir einen Bulldozer leihe? Du bist sehr witzig, kleines Mädchen. Du willst also, dass ich einen Bulldozer losschicke, um die Felsbrocken von der Straße zu räumen und deine Freundin zu retten? Ich sollte eigentlich einen immens großen Haufen Geld dafür verlangen. Aber eigentlich muss ich die Straße sowieso räumen. Ich warte auf die Abrissmannschaft und dieser Felsrutsch würde sie zwingen, eine Umleitung zu nehmen. Ich habe eine Idee. Wenn du mir hilfst, vier Bäume zu markieren, die gefällt werden sollen, schicke ich einen Bulldozer, okay? Nimm dieses rote Klebeband und markiere diese vier Bäume da drüben. Dann helfe ich dir. Einverstanden? Wenn es sein muss. Wenigstens bekommen wir viele Erfahrungspunkte und dann haben wir auch das Geld zusammen, damit wir Foxy kaufen können. Ich würde sagen, es ist sehr schönes rotes Band in unserem Inventar. Ja, wo ist denn der überhaupt noch da? Ups. Es tut mir leid, Foxy. Ich bin eine schlechte Reiterin. Ich bin blind. Mensch.
So, gib uns das Geld, damit wir Foxy kaufen können. Braves Mädchen, vielleicht solltest du dir überlegen, hier für uns bei der GED zu arbeiten. Wir suchen immer nach Leuten, die die Natur ausbeuten und zerstören wollen. Mein Versprechen? Ich erinnere mich an kein Versprechen. Haha, das zeigt dir, dass du nicht jedem trauen solltest. Egal, ich hatte den Bulldozer sowieso schon losgeschickt. Man könnte also sagen, dass du all das umsonst gemacht hast. Siehst du, so läuft das. Arschloch. Weg mit dem Mädchen. Du und ich sind hier fertig. Fürs Erste. Der Bulldozer ist unterwegs und du solltest dich lieber von ihm fernhalten. Also kannst du losziehen und deine Freunde auf den neuesten Stand bringen oder so etwas. Ich muss jetzt weiter den Abriss eures Stalls planen. Ja, dann geht's jetzt erstmal auf zu Ten. Dann sagen wir ihr, dass da jetzt die Straße geräumt wird. Aber ich würde sogar vorschlagen, dass wir als allererstes einmal schnell zu Thomas Morland reiten und uns einmal die Foxy kaufen. Wir haben jetzt nämlich 310 Schillinge. Das heißt, wir können uns jetzt unser erstes eigenes Pferd kaufen. Aber auch irgendwie komisch, dass Leute einfach wegziehen und ihr Pferd hier einfach lassen. Und dann einfach sagen, wenn jemand Fremdes kommt und das reitet und kommt gut damit klar, ach ja, dann kauf's halt. Weiß ich ja nicht. Das würde ich jetzt mit meinem Pferd nicht machen, wenn ich eins hätte. Das ist hervorragend. Die früheren Besitzer werden überglücklich sein, Foxy in deinen umsorgenden Händen zu sehen. Ich bin stolz auf dich, Aglaia. Harte Arbeit und Entschiedenheit zahlen sich immer aus. Wir sehen uns bald. Ich besitze nun das Pferd, das ich mir geliehen hatte. Ich wusste ja nicht mal, dass ich mir das geliehen habe. Ah, so halb, dass es nicht meins ist. So ein bisschen. Aber naja. Foxy gehört jetzt offiziell uns. Sehr schön. Hast du schon Neuigkeiten, was Loretta angeht, Aglaia? Ein Bulldozer ist unterwegs, um den Felsrutsch zu beseitigen? Gut. Aber denk daran, dass Herr Kempel ein echter Fiesling ist und die GED so vertrauenswürdig wie eine Maus in einer Käsefabrik. Das habe ich auch gemerkt. Der Bulldozer sollte die Straße jetzt geräumt haben. Reite zurück zu den Klippen und suche nach Loretta. Oh, ich hoffe, es geht ihr gut. Beeil dich, Aglaia, beeil dich. Ja, ich renne ja schon. Wie der Wind. So schnell, wie Foxy halt kann. Guck mal, da ist doch die liebe Loretta. Was machst du hier, Aglaia? Du bist etwas weit weg vom Stall. Ten wollte, dass du mich suchst. Das ist lieb von ihr. Und von dir. Nicht, dass Bartak und ich Hilfe bräuchten. Ehrlich, das war nur ein kleiner Erdrutsch. Hör mal, wegen vorhin. Es tut mir leid, wenn ich dich nicht allzu herzlich willkommen geheißen habe. Wie Ten sagen würde, ein wenig Freundlichkeit kann viel bewirken, wenn man andere dazu ermutigen möchte, ihr Bestes zu geben. Ich kann dir nicht versprechen, dass du je bei den Bobcats aufgenommen werden wirst, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem Kolleginnen sein können. Was? Du hast doch nicht gedacht, dass ich Freundinnen sagen würde, oder? Es war auch so ein Kompliment. Du hast zu hohe Erwartungen, Aglaia. Ja, ja. Oh, wir sind um ein Level gestiegen. Dann sind wir jetzt schon Level 4. Ten und die anderen sind bestimmt schon Krankvorsorge. Wir sollten Bescheid geben, dass wir in Sicherheit sind. Komm schon, Aglaia. Reiten wir zurück zum Morlandstall. Kein Rennen oder so. Mach dir keinen Druck, dass du mit mir mithalten musst. Hab einfach Spaß. Los geht's. 185 Erfahrungspunkte. Das ist ultra viel. Ich kann da eh nicht mithalten. Oh, kann ich doch. Warum bist du so langsam? Ich dachte, ihr Bobcats seid schnell. Das, liebe Loretta, ist jetzt doch ein bisschen peinlich für dich. Oh, nee, sie ist doch schneller als ich. Dachte schon. Los, Foxy! Wir gewinnen zwar nicht, aber wir werden ganz knapp Zweiter. So, zu wem müssen wir jetzt? Zu Loretta. Was für ein Rennen. Bartok und ich haben dich total abgehängt. Das war nicht mehr knapp. Stimmt doch gar nicht.
weiß gar nicht, was du willst. Es war jetzt nicht super knapp, aber so weit hinten waren wir jetzt auch nicht. Oh, mach dir deswegen keinen Kopf. Du und Foxy habt euch richtig Mühe gegeben. Wenn du es erstmal mit meinem Level aufnehmen kannst, müssen wir einen richtigen Wettbewerb daraus machen. Sehr gut. So. Würde ich sagen, wir machen dann jetzt doch noch ein bisschen mit der Hauptquest weiter. Maya. Eichhörnchen oder Jasper? Ja, dann würde ich sagen, wir fangen dann jetzt nochmal die Quest bei Maya an, weil jetzt hier die Folge schon zu beenden wäre ein bisschen zu kurz. Das reiterlose Pferd. Du hast nicht zufällig ein Pferd verloren. Ein Mädchen mit kuschelweichem schwarzen Fell? Es handelt sich, glaube ich, um ein Zugpferd. Tut mir leid, dass ich es nicht genauer beschreiben kann, aber derartige Pferde sieht man hier nicht allzu oft. Besonders nicht solche, die so ein Temperament haben. Sie ist so. Weißt du was? Warum siehst du sie dir nicht am besten selbst an? Vielleicht findest du ja heraus, wem sie gehört. Ich möchte das lieber regeln, bevor der Chef davon Wind bekommt. Wir haben hier im Reitlager viele Neuankömmlinge, die sich nicht so gut mit Pferden auskennen wie du. Schließlich wollen wir nicht haftbar gemacht werden. Du findest sie in der Nähe des Docks am Strand, in westlicher Richtung von hier. Ja. Oh Gott. Hier scheint wohl noch jemand Probleme mit dem Führen zu haben. Oh, das Outfit ist cool, das Pinke. Ich stehe zwar nicht so auf Pink, aber das ist cool. Guck mal, wir nehmen hier wieder die Abkürzung. Los, Foxy, spring! Ah, ich weiß, welche Quest das ist. Das muss das Pferd sein, von dem Maya erzählt hat. Am Zaumzeug ist eine Notiz befestigt. Eigentum des wunderbaren Idris. Falls gefunden, bitte zu Nömers Hochland zurückbringen, zusammen mit jeder Art von Fracht und Gepäck. Es winkt eine fürstliche Belohnung. Es. Falls sie sich stur anstellt, helfen Kekse weiter. PPS, aber nicht zu viele, egal wie sehr sie auch bettelt. Süßen. Benutze Pferdekeks. Das machen wir doch gerne. Es tut mir leid, Foxy. Du kannst leider keinen abhaben. Wir haben nur einen. No, das ist ja süß. Haut sie ab. Ah, jetzt müssen wir sie einmal zurück zu ihrem Besitzer begleiten. Dann machen wir das doch noch. Mit ihrem Gepäck auf dem Rücken. Hallo, nicht stehen bleiben. Das ist doch ein süßes Bild. Guck mal, reiten wir hier sogar querfeldein, nicht mal auf dem Weg. So. Ja, dann bringen wir die Kleine hier noch zurück. Und dann werde ich auch die Folge für heute schon wieder beenden. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. So. Halt, sag nicht, wer bist du? Ach nee, halt, sag nicht, wer du bist. Der wunderbare Idris weiß alles. So, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!